Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 3.10.2024. Der eine oder andere wird sich vielleicht wundern und denken, morgen ist doch Feiertag, warum jetzt eine Analyse? Aber der Markt hat geöffnet, auch die deutsche Börse hat geöffnet. Und anders als der eine oder andere das vielleicht von US-Feiertagen kennt, wo dann wirklich in der Regel absolut gar nichts am Parkett geht, also weltweit nichts am Parkett geht, sind reine deutsche Feiertage dem Markt oft eigentlich auch ein bisschen egal. Ja? Sei das Christi Himmelfahrt oder sowas wie jetzt Tag der Deutschen Einheit. Die Amerikaner handeln, die Märkte sind geöffnet und manchmal merkt man nicht mal, dass ein Feiertag ist. Ja, also es kann sein, dass es ein bisschen ruhiger ist, aber es ist momentan ohnehin ein bisschen ruhig gewesen, auch zum Mittwoch jetzt ruhig gewesen. Von daher würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass es noch träger wird, sondern wenn, dann bleibt es gleich oder nimmt gar ein bisschen zu. Denn bei den Amerikanern ist ja Donnerstag, das heißt, die haben jetzt ihren Tag der Woche noch, um ein bisschen Action zu machen. Und das wird man im DAX bestimmt auch merken. Ich habe hier das Titelbild gewählt, weil ich so den Eindruck hatte, so ein bisschen, jedes Mal, wenn er so hochkommen wollte, also gerade so über den Vormittag, ja, jedes Mal, wenn er irgendwie ein bisschen versucht hat aufzudrehen, zack, hat er sich gleich wieder nach unten weggedreht, weil er da irgendwie was gesehen hat, was ihm nicht gefallen hat, bis er dann unten an seiner 1950 war. Wir hatten drüber gesprochen, 1915 bis 1950 bis 1920, das wird jetzt hier nochmal eine wichtige Zone, so ganz knapp, ganz erwischt hat das nicht, ja, also das war jetzt hier, wo war er denn im Tief? 59 hat er im Tief markiert, also hat ein bisschen was gefehlt und ein bisschen mehr hätte es auch durchaus sein dürfen, also er hat wirklich zu früh gedreht und ich glaube, dass ihm das jetzt auch ein bisschen auf die Füße fällt, sonst wäre die Erholung vielleicht nach oben ein bisschen glimpflich ausgegangen, wir hatten ja ohnehin drüber gesprochen, dass was hat mir gesagt? Eigentlich hat man gesagt, dass er noch ein bisschen die Erholung fortsetzen soll, glaube ich sogar, ja. Also, dass er noch in den 300 reingehen soll, um sich von dort wieder runterzutrennen. Das hat er natürlich auch nicht gemacht. Da hat dann vieles zueinander geführt. Wir hatten auch in unserem ersten Update geschrieben, dass der Weg unten raus direkt mit unterbietender 1,50 natürlich wesentlich schwieriger zu bewältigen wäre. Man sieht es jetzt warum halt, ne? Weil das ist, das darf man nicht vergessen. Wir sind hier noch in einem völlig intakten Aufwärtstrend. Ja, so lustig das klingt, aber es ist per Definition einfach so, wenn man das Gebilde auf Tagesebene anguckt, was ist das? Das ist ein Fliegenschiss, was wir jetzt auf die Strecke, auf die Distanz, wenn ich jetzt einen Wochenchart, Monatschart immer höher gehe, das ist einfach eine kleine Gegenbewegung aktuell noch. Ja, das ist für viele Marktteilnehmer jetzt noch nicht so, dass die dann sagen, boah, Alter, da kriege ich aber Angst, boah, jetzt muss ich hier aber meine Depots absichern, huiuiuiui. Das ist halt einfach nur ein, zwei, drei Tage mal wieder ein bisschen dagegen, weil da mal wieder mit Israel was prasselt, so denken es die Leute. Das heißt, hier entsteht noch kein Stress, hier entsteht noch kein Druck und demzufolge laufen auch Short-Setups dann gerade sowas Prozyklisches wie Unterbieten von 1,50 halt ultra scheiße an. Das liegt aber in der Natur der Sache, ja. Also auch diejenigen, die da irgendwie jetzt so ein bisschen die so, wie soll ich sagen, die nicht die Geduld verlieren, aber diejenigen, die da vielleicht ein bisschen unzufrieden auch sind, wie ihre Shorts gelaufen sind oder generell, wie sie in den Markt reinkommen, das ist vollkommen normal, denn das ist hier tatsächlich noch kein Verkäufermarkt. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist, stand hier noch ein Käufermarkt, der im Grunde genommen jetzt hier einfach nur auf seinen, der hat jetzt hier einen Hoch gemacht, ist zurückgelaufen, hoch gemacht, drüber und läuft jetzt hier einfach nur von oben seine letzten Hochs ab. Der kann im Grunde genommen hier von den Käufern auch einfach jetzt am Donnerstag auf dem Tief aufgesammelt werden und mit Gewalt nach oben gedrückt werden, Tagesschluss über 2,40 stellen und dann stehen wir nächste Woche sogar vielleicht wieder an der 4,80. Das wäre aus so einer Konstellation her, daraus, eigentlich sogar richtig. Ja, das wäre die richtige Abfolge. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so kommt, aber wir dürfen es nicht vergessen. Es ist, stand hier noch intakter Aufwärtstrend und der hat seine Ziele. Ich fand ihn untertägig eher kläglich vom Eindruck. Ich fand ihn relativ schwach. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir zum Donnerstag nochmal ein Tief bekommen. Auch wenn das hier vielleicht als Hammer zählen würde. Ich würde trotzdem denken, dass er nach unten nochmal ein Tief setzt und vielleicht die Linie hier noch gerade abarbeitet. Und das ist für mich jetzt sehr wichtig. Wie tief kommen wir denn jetzt? Weil das wird jetzt entscheidend darüber, wie tief geht es denn dann weiter. Sollte der nämlich hier nur wirklich so rumkleckern, Feiertag hin und her, ja, so rumkleckern und auf die 1920, 1950 aufsetzen, danach hochdrehen und ab nach 1530 da hochgezogen werden bis über eine 200.
Dann war es das hier wahrscheinlich. Erstmal wieder mit einem Rücksetzer und er muss erstmal wieder alle rausspielen, die jetzt hier short reingesprungen sind wegen Israel, Iran und so weiter und so fort. Na, das heißt, das könnte sein, dass er dann von hier einfach nochmal auf eine 19.600 rennt, alle ausstoppt und probiert von dort nochmal nach unten eine größere Umkehr reinzubringen oder gleich weitersteigt. Ja? Aber das ist jetzt wichtig, wo wir hier drehen. Ja? Also umso höher wir drehen, umso besser die Unterstützung der Käufer quasi ist. Umso mehr zeigt es uns, dass die das hier eben nur als kleinen Rücksetzer im Aufwärtstrend sehen und ihn weiter kaufen wollen. Geht er hier aber durch, wäre hier noch das Gap das Ziel und dann wäre halt auch interessant, wie stark reagiert das Gap jetzt nach oben? Das Beste wäre natürlich, es reagiert ein Scheißdreck nach oben und er bleibt da unten einfach liegen. Ja, dann könnte er nämlich am Freitag sogar noch einen unten draufsetzen und sich Richtung 800 buddeln. Ja, aber grundsätzlich ist das jetzt sehr, sehr, sehr wichtig, weil der Rücklauf so, ich sag mal, aus Käuferperspektive fast vollständig wirkt. Ja, da fehlt jetzt noch ein kleines abschließendes Tief und dann wäre das schon fertig. Will er da jetzt wirklich eine Umkehr rausbringen und ein Fehlsignal, Fehlausbruch aus diesem Muster nach oben raus, dann muss da unten mehr passieren. Und dann sollten wir am Donnerstag idealerweise auch schon das Gap bei 9,15 zu kriegen, ohne am Tagesende wieder, ich sag mal, oberhalb von 19.100 zu stehen. Ja. Wenn er da runter geht und auf, ich sag mal, eine 19.20 von unten wieder dran schnippst, dann dem das Gap zugemacht, das ist okay, das ist normal. Ja, aber es sollte nicht über 19.100 von da unten dann wieder zurückkommen. Ja, also das ist so ein bisschen die Geschichte zum Donnerstag jetzt. Insbesondere die Perspektive nach unten natürlich jetzt hier, weil schwacher Eindruck und so weiter und so fort. Ich als Analyst habe natürlich euch die Aufgabe, euch auf alles vorzubereiten, was kommen kann. Das heißt auch auf positive Szenarien, Überraschungsmomenten auf der Oberseite. Das würde sich für mich in dem Moment zeigen, wenn er über eine 2,40 drüber geht. Ja, also wenn er aus dem Anstieg von 19,50 hier auch, wie gesagt, knapp verfehlt, aber wenn er sich aus dem Anstieg jetzt hier über eine 2,40 reaktiviert kriegt, bekommt er nämlich nochmal die Chance, sich hier an dieser 300, 320 zu beweisen. Vielleicht auch sogar an einer 360. Und das wäre dann adäquat, wie da unten, so eine wichtige Stelle, wo man sagen kann, okay, wenn er von dort hart nach unten wegschrubbt, kann er, ich sag mal, im positiven Szenario, er geht hier, wird hier hochgedrückt, geht über eine 240, rennt an die 300, 320 und haut sich dort so dermaßen deutlich, dynamisch nach unten, stärker wie er hochgekommen ist, mit einer schönen roten Stundenkerze, könnte man sowas auch short probieren und nochmal bis komplett unten durchtraden. Ja, er könnte aus der Konstellation von der 300 hier locker auch bis in das Gap nach unten dann durchziehen. Das ginge. Er sollte es aber nicht einfach so komplett da oben einfach ran, Seite stehen bleiben, vielleicht 20 Punkte hoch und runter flattern und dann weiter höher Richtung 360, dort wieder 20 Punkte zur Seite und dann höher Richtung 400, dann wird es nichts. Ja, und deswegen würde ich, wie würde ich das so handeln? Ich würde unterhalb von 19,150 würde ich eher Short favorisieren, würde auch Short handeln, würde aber das nicht unbedingt überhalb von einer 19, was sagt man, 19,190 aussetzen wollen, würde dem oberhalb von 19,180, 19,190 da eher Raum geben, ob er das mit der 240 probiert. Ich glaube nicht, dass er es hinkriegt, aber ich würde ihm den Raum lassen. Ich würde es nicht aussitzen wollen mit einer Position halt, ne? Weil wo willst du die dann absichern? Ja, sicherst du die dann über einer 4,240 ab, einer 300, über einer 360, schwuppdiwupp, dann entsteht ein riesen Rumgeeier, das wird nichts. Ja, also wenn, dann würde ich mich hier knapp drüber absichern, mir das angucken, schafft er eine 240, geht er vielleicht in die 300, kommt er wieder zurück oder nicht. Und wenn er wieder zurückkommt, wieder unter die 1,150 hier drunter geht, dann hat man hier ein schönes Hoch, von dem man runterkommt, dann kann man sich da drüber absichern und nach unten die nächsten Strecken traden. Und dann sollte man eben, wie gesagt, bei 19,20 vielleicht über einen Teilverkauf nachdenken oder ab 19,20 den Stop-Loss ein bisschen auf Einstand ziehen, dass man das Risiko rausnimmt aus der Short-Position, dass er einem direkt nach oben wieder zurückdreht und einen ins Minus bringt. Das muss man dann nicht haben, ja, weil wir ja gerade gesagt haben, wenn er hier unten an der 19,20 wirklich hart nach oben korrigiert, also hart nach oben ankontert, kann das im Zweifel sogar bis zu einem neuen Hoch werden und wäre ja dann eher eine Long-Chance. Ja, dann muss man da unten nicht mehr Energie in den Short reingeben. Ich habe jetzt gesagt, ich würde den deswegen an einer 19,20 eben vielleicht auf Einstand sichern, weil ich mir es auch nicht entgehen lassen würde wollen, dass der noch weiter runtersackt. Ja? Wenn ich dann einen Short mir reinlege oder einen Short reinfummle und den nach hier unten ausrichte, vielleicht hier auf Einstand ziehen auf dem Niveau und dann aber gucken, was noch geht, und eher dann so eine 9,15 vielleicht für einen kleinen Teilverkauf anpeilen oder vielleicht sogar noch durchlaufen lassen.
Ja, aber man darf wirklich nicht vergessen, das ist an sich noch ein intakter Aufwärtstrend. Es ist ein kleiner Rücksetzer, drei rote Tageskerzen, die hier gerade mal nach unten gegangen sind. Ja, da kann man nicht von einem Bärenmarkt sprechen und dementsprechend ist es auch vollkommen normal, dass der Markt auf Short-Szenarien, selbst wenn man erwartet, dass der Markt fällt, ja, selbst wenn man erwartet, dass es tiefer geht, natürlich nicht so schön anspringt, wie er das machen würde, wenn er in einem negativen Chartumfeld ist. Er ist hier in einem positiven Chartumfeld. Und dann haben wir noch viel zu viele Käufer, die drin rumstören und immer mal wieder was reinkaufen, Erholung reindrücken, ja. Und das geht insbesondere an den Kollegen, der bei uns im Chat da so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen unglücklich darüber war, ja, dass seine Positionen alle nicht angelaufen sind. Das muss man sich vor Augen halten. Was tradet man hier? Worauf ist man hier aus? Und was hat man für ein Umfeld? Ja, das muss einem wirklich bewusst sein. Ja, der Markt hätte es stand hier viel, viel, viel leichter noch aufzudrehen, als unten rauszukommen. Man kann trotzdem beides antreten. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt hier seit 2, 3 Tagen immer wieder Signale auf der Unterseite, die auch nicht weniger wären, das muss man ja auch sagen. Das Einzige, was mich vielleicht noch so stört, ist dieses Israel-Thema, weil es nicht passt. Ja, das habe ich euch gestern schon erzählt. Trotzdem würde ich dem Chart eben, wie gesagt, den Vorrang geben. Das haben wir gestern ja auch schon durchgekaut. Wenn er da durchläuft, ja, dann, das ist ein Short. Ja, dann muss man die Punkte eben noch wahrnehmen. Und aber an den Stellen, wo er dann eben bullische Tendenzen kriegen könnte, einfach versuchen, mit seine Position zu managen. Einfach, das ist wichtig. Ja, man sollte nicht einfach dastehen und dann hoffen und beten und glauben, wenn er da von 19:30 fette grüne Stundenkerzen nach oben rammt. Da bringt dann Hoffen und Beten auch nichts. Und wenn er dann noch einen Tagesschluss über eine 2,40 stellt, dann bringt es auch nichts, wenn man dran glaubt, dass das vielleicht noch doch noch klappt. Nee, das wird dann nicht mehr klappen. Der rennt dann in eine 4,80 und dann ist das Thema erledigt damit Short. Dann haut es einen hier oben raus mit den allen anderen auch, die hier reingekommen sind, weil sie eben auf Iran und Israel hingeschortet haben. Ja, und dann fliegt man mit denen raus. Das muss man nicht haben. Ja, das braucht es nicht. Dafür haben wir ja die Möglichkeit, hier eben unsere ganzen Linien, Muster und so weiter hinzuzuziehen, um uns da einfach den Vorteil zu verschaffen und den anderen etwas voraus zu sein. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe es klar und deutlich formuliert. Also grundsätzlich die Tendenz ist schon eher noch nach unten. Gefahr ist aber da, dass wir hier noch gekontert werden, weil Chartlage eher noch aufwärts ist. Wir haben rote Tageskerzen drinnen, ja, deswegen ist noch das Potenzial unten. Wir sehen aber, er fällt halt ein bisschen zögerlich, er nimmt es nicht gut an und deswegen wird es sehr, sehr, sehr wichtig, wie der Donnerstag mit neuen Tiefs umgeht und wie er die Reaktion. Er wird reagieren an den Markt nach oben, na klar, und das wird er machen. Das sind vielleicht sogar für die Long-Seite schöne, schöne antizyklische, kurzfristig antizyklische Situationen, wo man was probieren kann, gerade da den Bereich um, ich sag mal 1950, 1930, 1920, als auch hier dieses Gap bei 1915, Entschuldigung, 18, 1915, schöne Chancen auch auf der Oberseite für ein paar Punkte. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, wie sehen die Reaktionen jetzt aus, weil die uns verraten, wie es hier die nächsten Tage weitergeht. Ja, ob er jetzt wirklich tiefer rudert und dann reden wir hier schon wieder über Kanten bei 18.600 und 18.460, ja, oder ob er sich hier aufdreht und wir nochmal neues hoch einplanen dürfen hier für Mitte Oktober. Ja. Gut, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann bis morgen. Tschüss.